Zutatdata im Seite Yaido heißt Zuckerernte, Stoß mit dem Griff in den Solarplexus. Ist die letzte sitzende Kata des Seite Yaido, das ja keine Stilrichtung ist, sondern zum Kendo gehört. Und die erste Kata mit Tate Hisa, das heißt linkes Knie am Boden, rechter Fuß leicht angekippt daneben. Die Hände sind jetzt nicht mehr flach, sondern zu lockeren, offenen Fäusten, Ellbogen hängen am Körper. Wir sitzen auf dem hinteren Fuß. Wer nicht auf dem hinteren Fuß sitzen kann, kann die Kata natürlich auch im Seiza machen. Das Seiza ist nicht die ursprüngliche Kampfstellung der Samurai gewesen, sie ist sehr viel unbeweglicher. Deshalb, wenn ihr sie nicht könnt, diese Stellung, lernt sie, übt sie, holt euch den Computer runter oder das Fernsehen auf den Boden und setzt euch so hin, damit ihr eure Füße übt. Also, ist die erste Kata mit zwei Gegnern, einer vorne, einer hinten. Auch das, wie gesagt, eher rituell als real. Wir greifen, gehen vor und mit Verzögerung erst hinten die Zehen aufstellen, stoßen wir den Griff in den Solarplexus. Dabei geht der Fuß vor. Das geht natürlich auch wieder nur, wenn die rechte Hand offen ist. Ein großer Teil des Drucks kommt von der linken Hand. Ich werde blank ziehen, waagerecht drehen. Rechtes Knie bleibt, wo es ist, geht also nicht mit bei der Drehung. Der linke Fuß dreht sich, währenddessen machen wir Sayariki, legen das Schwert an der Brust an und stechen nach hinten, wobei wir gleichzeitig die Saya nach vorne unten bewegen. Saya und Schwert sollten ungefähr den gleichen Winkel haben. Dann drehen wir den Fuß wieder zurück, greifen, machen einen senkrechten Schnitt, beenden das, machen ein kleines Chibori. Noto, gehen dabei auf den aufgestellten linken Fuß wieder runter. Aufrecht sitzen, nicht verkrümmt. Aufrecht sitzen, nach vorne aufstehen, rechte Hand lösen, links, rechts zurück, da wir nur einen Schritt vorgegangen sind, gehen wir auch nur einen zurück. Das gleiche nochmal zur Seite.